Herzlichen Dank, Christian Lindner, dass Sie zu uns gekommen sind. Ist es denn eigentlich schwieriger, als Regierungsmitglied so eine Dreikönigsrede zu halten, als sonst als Oppositionspolitiker? Nein. Es fehlte so ein bisschen Werbe, hatte ich den Eindruck. Also irgendwie, Sie waren sonst bissiger, angriffslustiger, so ein bisschen blitzte so eine kleine Gönnerhaftigkeit gegenüber der Union einmal heraus. Also erstens ist Leidenschaft vor leeren Rängen nicht so leicht. Das schaffen Schauspieler. Und zweitens, jeder Ausdruck des Respekts sollte doch nicht gleich zur Gönnerhaftigkeit umgedeutet werden. Ist ja auch schwierig jetzt in diesem Jahr, wo Sie gleichzeitig, das haben Sie auch skizziert, mit der CDU weiter regieren wollen in den Ländern, aber auch gleichzeitig ein politischer Gegner ist. Aber diese das ist aber nicht anders bei SPD und Grünen. Mit SPD und Grünen regieren wir im Bund. Und beispielsweise in Nordrhein-Westfalen, wo wir eine schwarz-gelbe Koalition haben, da sind SPD und Grüne die Opposition. Das zeigt eins, unser politisches System ist sehr vielfältig. Und unsere Konsequenz als Freie Demokraten ist, wir bleiben eigenständig. Wir stellen unsere politischen Themen nach vorne, so ja hier heute auch. Zugleich machen wir aber deutlich, dass wir vertragstreu in Koalitionen sind. Das gebietet ja der politische Realismus. Nicht alles von dem, was man für richtig hält, kann man in jeder Konstellation sofort umsetzen. Dann nehmen wir jetzt mal so ein gerade im Moment aktuell ein bisschen schwierigeres Thema. Es wird Sie nicht überraschen, eben diese EU, diesen EU-Vorstoß in Sachen Atomkraft, das eben als klimafreundlich zumindest zu charakterisieren. Da gehen Sie jetzt im Grunde genommen mehr oder weniger mit und sagen, das ist das gegessen. Johannes Vogel hat das heute ja auch gesagt, dass er sagt, also da sollte man sich als guter Europäer verhalten und das einfach konzidieren. Das ist nicht mein Zugang. Ich respektiere, dass andere Staaten auf die Kernenergie setzen wollen. Das ist deren gutes Recht. Aber es geht ja um fairen Wettbewerb. Die Kernenergie mag CO2-frei sein. Sie ist aber, denken Sie an die Endlagerungsproblematik, auf keinen Fall nachhaltig. Und deshalb muss es schon einen Unterschied machen, ob man in tatsächlich nachhaltige Energieträger investiert, also erneuerbare, in klimafreundliche, die keine langfristige Belastung darstellen, wie Gas, oder eben in die Kernenergie. Dann kann jeder seine freie Entscheidung treffen, das ist das gute Recht. Aber wenn es darum geht, Kapitalströme zu bewerten, dann muss es in der Marktwirtschaft gleiche, faire Rahmenbedingungen geben. Gas ist jetzt im Moment das Maß aller Dinge. Gaskraftwerke als Übergangstechnologie haben wir ja. Zwei Fragen haben wir dazu gerade ganz aktuell. Einmal haben wir die gestiegenen Gaspreise, die gestiegenen Energiepreise. Sie haben angedeutet in Ihrer Rede, dass Sie sich dafür stark machen wollen, Menschen, die überproportional dadurch belastet werden, zu entlasten. Sie bekommen 1,4 Milliarden Euro mehr durch Steuern, wenn ich richtig informiert bin, eben durch diese erhöhten Energiepreise. Wollen Sie die eins zu eins weitergeben? Wir haben ja bereits im Klima- und Transformationsfonds durch die von Ihnen gerade genannten Einnahmen einen Beitrag auch dazu geleistet, die EEG-Umlage zu dämpfen. Das passiert jetzt schon und das wird auch im Jahr 2023 dazu führen, dass die EEG-Umlage komplett entfällt. Also da gibt es bereits die von Ihnen angesprochene Kompensation. Das ist aber so Mini, sagen dann Ihre politischen Gegner. 13 ja, Euro für den Durchschnittsmenschen, das spüren wir gar nicht. Dann hätten es ja Vorgängerregierungen tun können, wenn es so belanglos ist. Im Nachhinein das dann zu kritisieren, fällt immer sehr leicht. Aber zum anderen gibt es jetzt ganz akut Menschen, die durch die gestiegenen Heizkosten deutlich geringere frei verfügbare Einkommen haben, bei denen also die Kosten für das Heizen einen besonders hohen Anteil am verfügbaren Einkommen ausmachen. Das sind Sie nicht, das bin ich nicht, aber diese Menschen gibt es. Und da muss man überlegen, was kann man gezielt jetzt in dieser Situation, in dieser einmaligen Situation tun. Da gibt es innerhalb der Bundesregierung Überlegungen. Und in meiner Verantwortung kann ich sagen, dass ich eine Finanzierung dafür möglich machen würde. Geht das ein bisschen konkreter oder ist das noch zu früh? Das ist noch zu früh. Okay. Mit dem Gas verbindet sich auch die Frage nach der Pipeline. Nord Stream 2 liegt ja im Moment, sagen wir mal, auf Eis. Sollte das nicht langsam geschaffen werden, dass tatsächlich das Gas da durchfließt? Das ist eine Frage des Rechts und nicht mehr der Politik. Wirklich? Es gibt klare Bestimmungen des europäischen Energierechts, also beispielsweise die eigentumsrechtliche Trennung des Betreibers einer Pipeline und des Lieferanten des Erdgases. Aber macht sich Politik das da nicht ein bisschen zu leicht?
Die Alternative wäre, dass Recht sehr schnell der politischen Opportunität unterworfen wird. Und ich glaube, wir tun als Rechtsstaaten in Europa gut daran, die für alle geltenden Regeln zu achten. Das unterscheidet uns ja von Staaten, mit denen wir auch in einem systemischen Wettbewerb stehen. Bei uns gilt das Recht und deshalb wird jetzt bei dieser Pipeline geprüft, ist sie mit europäischem Recht, ist die Inbetriebnahme mit europäischem Recht vereinbar. Das ist die Bestimmung des Koalitionsvertrages. Davon unabhängig, und das steht ja hinter der Frage Nord Stream 2, darf es keinen Zweifel daran geben, dass wir mit eiserner Konsequenz Völkerrechtsverletzungen oder auch imperiales Gehabe der Putin-Regierung beantworten würden. Jetzt haben wir noch eine Minute Zeit, wurde mir gerade aus Bonn signalisiert. Jetzt müssen wir noch schnell über das Impfen reden. Die Impfpflicht, Sie haben gesagt, Sie sind dafür, dass es also Freiheit gibt im Bundestag, dass es eine Gewissensentscheidung gibt. Dabei wird es auch bleiben wahrscheinlich. Oder? Dabei wird es bleiben. Mhm. Und ich glaube, dass andere vielleicht im Nachhinein das auch als richtig erkennen. Ich hatte ja mir erlaubt, in meiner Rede darauf hinzuweisen, dass heute früh aus der CDU-CSU-Bundestagsfraktion durch Herrn Brinkhaus gefordert worden ist, die Bundesregierung solle einen Gesetzentwurf vorlegen. Aber mein Eindruck ist, dass innerhalb der CDU-CSU selbst die Meinungen sehr auseinandergehen. Man erinnert skeptische Äußerungen von Friedrich Merz. Insofern könnte eine Nachdenklichkeit und eine Offenheit in der Debatte nicht nur den einzelnen Fraktionen helfen. Es ist auch ein Beitrag zur Befriedung der Gesellschaft, wenn nämlich die kritischen Menschen sehen, es wird nicht parteipolitisch argumentiert, sondern mit dem Gewissen, das hilft. Ihre Entscheidung eher für eine Impfpflicht persönlich? Oder ich bin nicht mehr prinzipiell dagegen, so wie auch die Wählerinnen und Wähler der FDP mehrheitlich nicht mehr dagegen sind. Aber ich bin nicht positiv entschieden, weil wir noch gar nicht die Gruppenanträge kennen, gar nicht die unterschiedlichen auch Varianten kennen und auch aufgrund der Lageentwicklung Omikron wir gegenwärtig noch nicht entscheiden könnten. Deshalb ist gut, dass wir uns noch etwas Zeit lassen. Für die fünfte, für die Omikron-Welle würde eine allgemeine Impfpflicht ebenfalls ja auch noch keinen Beitrag leisten. Noch gar nicht greifen können. Christian Lindner, Herr Minister, herzlichen Dank. Ich danke Ihnen sehr.